Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu RimWorld. Und ja, was ich in diesem Video ganz gerne machen würde, ich würde gerne versuchen, den einen oder anderen Elefanten zu zähmen. Fangen wir mal mit einem Weibchen an. Ich gebe da auch entzieh mal allen den Auftrag dazu, abgesehen von Burkhard, der soll das bitte machen. Ja, bin mal sehr gespannt, ob das vielleicht sogar funktionieren kann. Am liebsten hätte ich dann gerne ein Weibchen und ein Männchen, dass die sich auch ja vermehren können. Und wieso dann ein paar Transporttiere bekommen für zukünftige Expeditionen. Weiß jetzt auch gar nicht, wie ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 10%, dass das schief geht. Und auch bei 10%, dass er uns angreift. Gezähmt hat es geklappt. Oh, wie cool ist das denn? Okay. So, Tiere. Dann weisen wir dir den Bereich Elefanten zu. Das ist hier. Haben wir einen Schlafplatz, da gibt es Futter. Jo. Das ist Elefant 1. So, jetzt ist die Frage, ob wir denn nicht dann auch noch versuchen, ein Männchen zu zähmen. 10% Chance an das Zähmen fehlschlägt. Okay. Ja, versuchen wir es einfach mal. Das hat ja gerade so gut geklappt. Warum sollte das nicht auch ein zweites Mal klappen? Elefant wurde zahm? Nee. Ist nicht wahr. Okay. Ach so, der wurde von alleine zahm. Ah, Moment, dann ist auch ein Weibchen. Was geht denn jetzt hier ab? Und bist du auch Elefant? Und wenn das jetzt noch klappt, ja, das geht jetzt wahrscheinlich schief und wir werden angegriffen. Zähmung fehlgeschlagen. Na gut. Machen wir einen anderen Mal weiter. Was können wir denn jetzt mit denen trainieren? Gehorsam, das macht ja auch durchaus Sinn. Ich weiß jetzt gar nicht, was die essen. Keine Ahnung. Vermute nur, dass wir hier noch. Ah, mein Gott. Die Zonen ein wenig. Vergrößern müssen. Weil das Futter sonst nicht reicht. Fehlgeschlagen. Okay. Training fehlgeschlagen. Ja, gut, das kriegen wir alles in den Griff. Adams ist nach wie vor hier am Abbrechen. Vielleicht mache ich aus dem Bergbau wieder eine 2, damit er uns Blöcke erstellt. Und Bauarbeiter nehmen wir da raus, da ist er nämlich auch schlecht. Kann ja
dann, wenn er die Blöcke alle erstellt hat, kann er wieder Bergbau machen. Das ist ja nicht das Problem. So, hier müssen wir dann das noch bauen. So. Dann brauchen wir das Stromkabel hierher verlängert. Hier auch eine Beleuchtung. Genauso brauchen wir hier eine Beleuchtung. Und dann richten wir hier eine Lagerzone ein. Und hier erstmal alles löschen. Und hier soll dann rein Kleidung, Waffen, was ist Gegenstände, Akte, Elefantenstoßzahn, ja, was auch immer das hier genau ist, das werden wir sicherlich irgendwann noch mal rausfinden. Körperteile, ja, vielleicht jetzt künstliche, ja. Oh Gott. Nee. Auch nicht hergestellte Sachen. Oh ja, unbedingt. So, und all das, was war jetzt hier also hergestellt, Gegenstände außer das, Waffen und Kleidung muss dann natürlich hier oben wieder rausgenommen werden. Also Waffen nicht, Kleidung nicht. Das nicht. Artefakte nicht. Und hergestellt ist nicht. Geht Burkhardt wieder auf Zähmungstour? Oh ja. Das würde ich mir gerne mal wieder anschauen. Hier geschlagen, verdammt. Na gut. Machen hier vielleicht Türen Sinn? Denke schon. Oh, der eine hat schon 2 von 3. Wahnsinn. Okay. So, ich wollte gerade sagen, ich vermute, hier wurde schon ein wenig gebaut. Hier wurde sogar schon recht viel gebaut. Also ich hätte gerne da eine Tür und ich hätte gerne dort eine Tür. Dann schauen wir doch mal eben, ob hier noch ein Elefant ist hier noch.
Wir haben sehr viel Stahl. 745, wow. Forschung. Wer ist denn noch gut im Forschen? Kenny. Aber das macht eigentlich Sinn, dass Gomez das macht. Aber Gomez macht auch Sinn, dass er kocht und auch Feldarbeit. Ja, wobei auch mittlerweile Burkhardt eine 6 im Kochen hat. Das heißt, er kann auch die leckeren Mahlzeiten machen. Oh, der andere hat auch ein wenig Gehorsam gelernt. Der Strauß, der... Ich überlege, ob wir uns den gleich mal schnappen und jagen. Der futtert uns nämlich immer viel weg. Ja, das machen wir. Kenny hat eh noch die ganze Nacht vor sich. Der Strauß ist am Schlafen. So, das waren schon mal 2 Treffer. 3, 4. Jo, perfekt. Oh, Aufgabe Gefangener. Ein Gefangener der Lampana, populistische Freundschaft, konnte ein Funkgerät stehlen und dich anfunken. Marvis wird in einem nahen Lager von bewaffneten Wächtern festgehalten. Rette sie und sie wird deiner Kolonie beitreten. Sie ist 44 Jahre alt und Gärtner. Marvis sagt, dass 2 Geschütze, 1 Mörser und 2 Gegner. Das, pff, da brauche ich nicht mal zum Gebiet springen. Das ist ja utopisch. Könnten wir hier nicht auch Trockenfutter produzieren? Ja, aber macht das Sinn, solange wir hier so viel anderes Futter haben? Ich denke nicht. Planen wir doch mal hier ein bisschen, wo wir was machen. Hier ist nur wenigstens ein fruchtbarer Boden, den könnten wir ja noch nutzen. Ich denke hier. Dann gibt es nicht sogar irgendwo hier so einen Planungsmodus. Da Zone, hier glaube ich, oder? Mal eben schauen. Ach, hier ist Plan, genau, und da. Unter Befehle. So, wollen wir mal hingehen und sagen, eine Küche macht sicherlich hier vorne Sinn und die soll in 7x7 sein. So, dann haben wir jetzt hier genau einen Raum 7x7. Das ist eine Küche. An die Küche direkt nebenan würde ich gerne einen Kühlraum bauen. Der auch 7x7 ist. Was dann ja bedeutet, wir können auf jeden Fall das alles dann auch schon mal abreißen. So, und wollen wir den Essensraum mit in die Küche? Nee, eigentlich machen wir den mal hier neben. So. Ah, der Elefant hat sich durchgekämpft, wahrscheinlich weil er Hunger hatte und es hier nicht gab. Es hier nichts gab. Wenn wir jetzt schnell sind, können wir die Mauer wieder aufbauen. Haben wir auch
priorisieren eigentlich, oder? Sehr schön. Und diese Tür hier werden wir jetzt nicht erlauben, weil das wird für unsere Feinde im Falle eines Angriffs der Bereich sein, wo die durch müssen. Da kommen 1, 2, 3 Fallen hin. Und wenn die natürlich angreifen, dann werden wir die Tür hier öffnen, dass die auf jeden Fall dadurch kommen und diese abschließen. Da müssten die theoretisch daher durchkommen. Hoffe ich, glaube ich, denke ich. Vermute ich. Wie auch immer. Haben wir jetzt schon einen mit drei. Oh ja, dann das heißt, wir können ja hier jetzt lernen. Wir können eigentlich versuchen, alles lernen zu lassen. Ja, Forschung funktioniert so nicht. Kenny hat auch genug andere Sachen zu machen. Einzige wäre, wir würden bei Gomez. Ja, das machen wir auch. Wir machen das Kochen höher. Lassen die Feldarbeit hoch, weil das ist auch wichtig. Aber dann wird immer kochen und auch forschen vorher pflanzen. Ja, aber was wir mal machen bei Gomez. Jetzt muss ich mal eben überlegen, wo das nochmal ging. Wir wählen eine Zone für Gomez aus. War das hier? Unter Beschränkung, glaube ich, ne? Genau. So, Gebiete verwalten, genau. Da machen wir ein neues Gebiet. Das benennen wir um. Nennen wir es einfach Gomez. So, und können wir denn das jetzt bearbeiten? Ach, hier glaube ich, unter Zone, ne? Moment. Zone. Arbeitsgebiet erweitern. Gomez. So, und dann nehmen wir diesen Bereich. Dies alles. Dies. Das. Und das, aber wir können das noch mit dazu nehmen. So, sehr schön. Und jetzt wählen wir aus bei Beschränkung Gomez die Zone Gomez. Dann darf sich nur aufhalten. Das heißt, für die muss nicht auch noch diese Felder hier, gut, Baumwolle ist vielleicht gar nicht so unwichtig, aber die anderen Sachen machen. Sondern sorgt dafür, dass unsere Hauptnahrungsversorgung bepflanzt ist und auch die Heilwurzel. Und wenn das erledigt ist, wird geforscht. Und Kochen übernimmt Burkhard. Hoffen wir, dass das alles so hinhaut. Nahrung haben wir auch echt genügend jetzt hier.
Ach, das ist der Elefant, den wir versuchen zu zähmen. Hoffentlich klappt das jetzt. Wir geben ihm was zu futtern. Ha! Sehr gut. So, Elefant, auch du sollst in die Zone Elefanten. Und auch dich wollen wir ein wenig... dir ein wenig mehr beibringen. Okay. Elefant 2 hat den Meister Burkhardt. Ist das nicht sogar so, dass sie auch irgendwann den Namen oder so wechseln? Irgendwas habe ich da mal mitbekommen. Aber wie geht's denn den drei Nahrung? Puh. Okay. Wo sehe ich denn wohl, was die gerne fressen? Ich würde doch denken, hier bei Bedürfnissen, aber. Oder kann man das nur bei den Wildtieren sehen? Ja, hier kann man es, glaube ich, sehen. Da Früchte, Samen, Pflanzen essen. Ah, vielleicht, weil die nichts zu trinken haben. Keine Flüssigkeit. Nee, oder? Weiß es nicht. Aber dann ändern wir mal diese beiden hier in Erdbeeren. Dass die auch ein bisschen... was an Früchten haben. Ist da was anderes? Ne. Oh, einer hat Gehorsam gelernt. Oh, was haben wir denn da? Die sahen ein wenig glücklich aus, die beiden. Ist auch nicht, wo man sehen kann, wenn die schwanger sind. Ob man es überhaupt sehen kann, ja wahrscheinlich. Das mit unserem Forschen klappt super, ne? Vielleicht ist das an der Zeit, alle unsere Felder, auch wenn das sicherlich ein Fehler ist, dann werdet ihr mich aber darauf hinweisen, auf Mais umzustellen. Weil Mais hat den Vorteil, glaube ich, dass man da am wenigsten Arbeit mit hat. Das pflanzt man einmal ein, hat zugegeben eine lange Wachstumszeit. Vielleicht sollte ich auch nicht alle auf Mal machen. Aber die, die fertig sind. Ja, machen wir das erst nochmal rückgängig. Da ist, glaube ich, jetzt Reis gepflanzt. Das lassen wir. Und das auch. Ich denke, das wäre nicht ganz blöd, das so zu machen. Das dürfte das Ganze beschleunigen. Oh, Dromedar. Wenn ich mich nicht sehr täusche,
können wir die. Ich will. Also ich, mein erster Gedanke war, die können wir doch sehr schön jagen. Also den Hasen und die Ratte können wir auf jeden Fall jagen. Und ich habe jetzt gerade überlegt, ich hätte die eigentlich jagen wollen, aber ob man die nicht vielleicht auch sehr gut zähmen kann. Weiß ich aber nicht. Ach, wir haben unsere Elefanten, mit denen haben wir gerade, glaube ich, genug zu tun. Dann schnappen wir uns mal die. Die Ratte dran. Ja, ein guter Jäger. Was hat denn Kenny mittlerweile eigentlich für einen Fernkampfwert? 8. Okay. Jede Menge Marmor und auch Kalksteinblöcke. Wenn die Sandstein werden wir für Boden verwenden. Dann beginnen wir doch hier mal. Marmorwand hier. Da kommt die Eingangstür hin. Ich weiß nicht, ob das clever ist, aber ich würde die Türen immer in der Mitte jeweils lassen. Kenny, der am Schießen ist, ja, jetzt verstehe ich. Ist das auch schon verwundet? Oh ja. Gut. Okay. Weil wir nämlich viele leckere Mahlzeiten dann zubereiten können. Ich kann mir vorstellen, so ein Dromedar gibt auch nicht unbedingt wenig Fleisch. Und auch Leder. Okay. So spät das, den Wohnbereich zu wechseln, ist wahrscheinlich auch ungewöhnlich, oder? Hm. Ich werde auch nach, ich habe dieses Video jetzt, das konnte ich vielleicht eben dazu sagen, am Stück aufgenommen mit dem vorherigen. Ich werde dann erstmal kein weiteres aufnehmen und vielleicht sagt ihr mir auch, lass den Quatsch sein da oben. Wenn das jetzt einer sagt, dann ist es vielleicht eine einzelne Meinung, aber wenn mehrere von euch sagen, dass das Blödsinn ist, ich habe mir hier schon eine ganze Menge gebaut, dann würde ich das auch sein lassen. Aber eben hier muss ich sowieso auch noch viel ändern, die Schlafzimmer sind viel zu klein. Und ja, deswegen glaube ich, das Ganze hier nochmal neu aufzubauen mit dem Wissen, das wir schon haben, macht durchaus ein bisschen Sinn. Oder mit dem Wissen, das ich jetzt dazu bekommen habe. Futtert er etwa hier unsere Baumwolle? Nee. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das sehr oh doch, hier. Hat's wahrhaftig. Legon, du wirst auf jeden Fall gejagt. Ups. Okay. Müssen wir das doch auch noch einzäunen.
Okay. Ja, auf jeden Fall möchte ich hier kein Dach. Der hat lange genug unsere Baumwolle gefuttert. Könnten hier vielleicht auch schon mal eine Lagerzone machen. Machen wir die mal hier hin und ruhig auch nicht so ganz klein. Da löschen wir alles außer Brocken da. Wie weit ist das hier schon gewachsen? 75%. Ups, nee. Mein Gott. So. Wobei ich nicht weiß, das probieren wir jetzt einfach mal aus, wenn ich da sage, bitte Mais. Ob das erst passiert, wenn wir das neu einpflanzen oder ob das da vielleicht sogar rausgenommen wird. Wo ist Gomez? Da. Ja, tatsächlich. Rausgenommen, dann machen wir es mit den anderen noch nicht. Bei dem Kleinen jetzt können wir es verkraften, gerade bei dem vielen Essen, das wir haben. Ein Puma. Den werden wir uns mal nicht schnappen. Jetzt muss ich hier natürlich gleich die Tür offen halten, damit unser Elefant auch rauskommt. Auch, ja, Vorratskapsel. Du hast den Absturz einer Vorratskapsel registriert. Vielleicht findest du etwas Brauchbares an der Absturzstelle. Was ist das? Pemmikan. Ist das nicht was zu essen? Oh, sogar in der Nähe. Was ist denn das? Eine nahrhafte und haltbare Mischung aus zerstoßenem Dörrfleisch, Fett und pflanzlichen Zutaten. Schmeckt nach nichts, aber nicht abstoßend. Ist halt auch ohne Kühlung eine sehr lange Zeit. Sehr gut als Reiseproviant geeignet. Oh.
Na dann. Ah, Kenny ist schon dabei. Oh, aber die Elefanten mögen das auch. Immerhin, ein bisschen was konnten wir davon retten. Was machen wir denn mit dir? Wir werden auch versuchen zu zähmen. Ist wahrscheinlich, dass. So, zähmen, abbrechen. Das hätte funktioniert, den haben wir da jetzt raus. So, Produktionsgebäude. Was ich unbedingt mal bauen wollte, ist eine Nähmaschine. Kommt dorthin direkt mit einem Stuhl davor. Was gibt es denn eigentlich noch an Produktionsgebäuden? Ein Bildhauer, okay. Ein Schmelzofen. Krematorium. Wofür ist denn der Schmelzofen wohl gedacht? Extrahiert nutzbares Metall aus Metallschrott und verschiedenen anderen metallenen Gegenständen. Benötigt sehr viel Strom. Haben dafür zu wenig Holz. Machen wir hier noch mal wieder welche. Und dann muss das Holz eigentlich auch hier rein. So, Rohstoffe wahrscheinlich. Holz. Gut, ja, die halbe Stunde ist dicke drüber, schon bei 38 Minuten. Ja, achso, ich würde ganz gerne eben sehen, wenn wir die ganzen Tiere geschlachtet haben, wie viel Fleisch wir dann haben. Boah, reichlich. Hätte ich auch noch mal eine Frage an euch. Macht das denn nicht vielleicht sogar Sinn, den Herd im Kühlraum zu bauen, oder wäre das eher schlecht? Es wird ja diese Transportwege immer ja, extrem einkürzen, weil dann würde ich das nämlich hier, wenn wir hier tatsächlich umziehen sollten, auch anders gestalten. Könnt ihr mir ja gerne mal was dazu in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn ihr Tipps, Ideen, Vorschläge, Wünsche oder was auch immer habt, auch immer raus damit. Da fällt mir gerade noch was ein. Wir haben ja noch zwei Namens. Drei sogar, aber ich kann nur zwei erfüllen. Namenswünsche. Das können wir vielleicht noch schnell machen. Nämlich einmal haben wir hier Tanky. Und wir haben Axador.
Kann ich sogar den ersten. Ah, ich hätte den ersten Buchstaben stehen lassen können. So, und dann habe ich noch Hunter auf meiner Liste, der auch noch gerne mit dazukommen würde, wenn wir den nächsten ja, Bewohner hier haben. Kolonisten, wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Burkhardt ist hier fleißig, das will ich auch noch gerne schnell schauen. Wie weit das denn ist. Ja, hier können wir auf jeden Fall die weiteren Befehle geben. Welcher ist denn Elefant 1 da? Da scheint das ja nicht so gut zu klappen, wenn ich da Elefant 2. Der ist schon hier. Uiuiui. Ein treuer Gefährte. Boah, über 500 Fleisch. Ja, da kommen wir erstmal eine Zeit mit klar. Ja, also, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, ne, ihr wisst Bescheid, Daumen nach oben drücken und ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen. Macht's gut, bis bald, danke und bye bye.